Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir machen heute bei dem Golf so ein paar Sachen. Und zwar stehe ich ja so ein bisschen auf dieses Zwei-Farben-System, nenne ich es jetzt einfach mal. Wir haben bei dem Bus zum Beispiel Kreidegrau mit Hochglanzschwarz kombiniert. Wir haben bei dem Bus Hochglanzschwarz und Kreidegrau kombiniert. Und hier möchte ich jetzt im ersten Step Weiß mit Schwarz kombinieren. Und zwar, wenn du dir das jetzt hier anguckst, das hier zum Beispiel, das ist schon hier ein bisschen schwarz. Ich glaube, dass die Dinger wirklich mal schwarz waren. An der Stoßstange zum Beispiel sieht man es auch hier, dass da die schwarze Farbe wieder durchkommt. Und bei den Spiegeln zum Beispiel. Es sieht halt aus, als wenn es schon mal nachlackiert worden ist. Und deswegen würde ich das ganz gerne wieder in schwarz machen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Ich habe jetzt ein paar Utensilien gekauft. Wir haben einmal schwarze Sprühdose, so ein Psch, Psch, für die Sprühdose, was zum Auslegen hier in der Hohlkehle, damit wir nicht so viel Sprühnebel haben. Schleifpapier, damit wir das Ganze ein bisschen anpetten können. Und ich habe mir noch so ein Draht besorgt, dass ich die Sachen auch vernünftig abhängen kann, um sie nicht in der Hand zu halten. Ich glaube, dass wir die, um die Radhäuser zum Beispiel abzumachen, dass wir da einmal die Felgen auf jeden Fall abmachen müssen. Die Stoßstange lasse ich erstmal dran, vorne und hinten. Ich will erstmal gucken, wie das mit den Radläufen funktioniert, weil sollte das mit den Radläufen nicht funktionieren, kann ich da immer noch neue kaufen, relativ günstig. Bei der Stoßstange vorne hinten weiß ich nicht, wie günstig das ist, habe ich ehrlich gesagt nicht geguckt. Tut mir einen Gefallen, das ist keine Anleitung. Ich mache das so, wie ich denke, dass es halten könnte. Tankdeckel zum Beispiel, den habe ich auch noch in schwarz. Den würde ich tatsächlich auch wieder drauf machen, damit das so ein bisschen mehr zum Gesamtkonzept halt hier passt. Ich würde sagen, wir fangen mal an, das Auto aufzubocken. Ich habe noch so ein paar Utensilien von früher. Erste Schicht ist auf jeden Fall drauf, hat gut funktioniert. Ich habe keine Nase hinterlassen oder sonst irgendwas. Bin ich schon mal ganz froh drüber. Es wird wahrscheinlich wieder beim letzten Teil so sein, dass das Ding komplett Katastrophe wird und dann alles hinfällig ist. Aber egal, wir machen das jetzt erstmal so weiter. Fürs erste Ding bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich glaube, eine kleine Schicht mache ich noch rüber. Und dann würde ich das irgendwo anders positionieren, um schon mal das zweite Stück zu machen. Ich habe das angeschliffen. Ich glaube, das habt ihr gesehen. Ich war nämlich gerade zeitgleich bei TikTok live. Mache ich ab und zu mal einfach nur so aus Spaß. Geil. Bin zufrieden. So, während das da jetzt auf jeden Fall trocknet, kann ich schon mal das andere anschleifen. Und dann lege ich das an eine Seite und dann hängen wir das dran. Könnte man sich schon mit der anderen Seite beschäftigen. Ja, ihr werdet es nicht glauben, aber das ist schon trocken tatsächlich und keine einzige Nase. Das ist, man muss es dazu sagen, natürlich ist das nicht perfekt, weil die Oberfläche es nicht hergibt, weil das Ding alt ist, hier und da eine Delle hat. Hier sind so, ich sag mal, Vertiefungen oder sowas drin, ne? Zum Beispiel, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich auf der Kamera gar nicht sehen. Sind so Vertiefungen drin oder hier ist schon mal irgendwo jemand gegengedütscht. Da hast du so Riebspuren, sage ich jetzt mal. Das kriegst du damit jetzt natürlich nicht weg, ne? Das ist ganz klar. Will ich aber auch nicht. Nur ist da halt vorher in Weiß kacke aus und jetzt sieht es ein bisschen besser aus in Schwarz. Das ist das Ziel und das habe ich, glaube ich, erreicht. Wir stecken das jetzt mal dran. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Ich muss sagen, ich bin gerade richtig happy, weil das Ergebnis wirklich mega ist. Ich zeige euch das mal von ein bisschen weiter weg. Guck mal, wie das Auto direkt breiter wirkt, obwohl wir nur Farbe. Weißt du, Alter. Finde ich gerade richtig cool.
Was ich halt geil finde, ist, dass das so schnell trocken war, zumindest handtrocken, dass ich das jetzt gleich verbauen konnte. Das bringt mich in meiner Zeitplanung natürlich ein gutes Stück voran. Wir werden jetzt die andere Seite auf jeden Fall, die haben wir schon angeschliffen und dann werden wir die jetzt auch nochmal lackieren. Jetzt sind beide drauf. Ich bin tatsächlich echt zufrieden. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Seite mit den schwarzen Verbreiterungen geiler findet oder aber ob ihr die Seite mit der weißen Verbreiterung geiler findet. Würde mich mal interessieren. Ich habe mich eh entschieden und Geschmäcker sind natürlich verschieden. Entschieden, verschieden. Aber mega geil. Also wirklich, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, fertig. Alle vier Seiten haben wir gemacht. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Was auf jeden Fall nichts gebracht hat, ist diese professionell ausgelegte Folie, weil überall hier, ich komme jetzt auf der Kamera gar nicht so rüber, aber überall, guck mal da hinten in die Ecke. Da ist jetzt alles voller Sprühnebel, aber egal, die Hohlkehle ist zum Glück beschichtet. Das heißt, ich gehe mit dem Wischer rüber und alles ist wieder clean. Weiter geht's eventuell mit den Stoßstangen, aber das erst morgen. Jetzt brauchen wir natürlich noch geile Felgen, damit wir eine Gesamtoptik einfach haben. Dafür ist die Firma Borbett hier. Hallo erstmal, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Stell dich gerne einmal vor. Ja. Was machst du, wer bist du? Ich bin Basti, arbeite bei Borbett im Vertrieb Außendienst und darf heute bei euch sein. Ich habe, wie ist es dazu gekommen? Guck mal, ich krieg Gänsehaut, weil ich mich so freue, gleich diese Felge hier, siehst du das? Ich freue mich so, diese Felge gleich auszupacken. Wir waren am GTI-Fanfest in Wolfsburg. Vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen. Und da ist Selo von H&R mit seinem Dreier-Golf auf die Bühne gefahren und hatte da Borbett B-Felgen drauf. Und die waren so sexy. Da bin ich direkt zum Stand hingegangen und habe gesagt, hier kriege ich das mit Tatzulassung und so weiter. Weil, wie ihr wisst, wir wollen halt alles, was wir an dem Einsam machen, mit Tatzulassung verbauen. Und sagt er, ja, gar kein Problem. Und so ist dann eins zum anderen gekommen. Und jetzt ist er hier und ja. Die Felge ist hartzulassungsfähig. Das ist sie. Kannst du mal für die Zuschauer kurz erklären, was die Voraussetzungen sind? Voraussetzung für Hartzulassung ist grundsätzlich erstmal, dass das entweder das Gutachten aus der Zeit stammt. Mhm. Oder in dem Fall jetzt bei den B-Rädern ist es so, das ist ein neues Rad, das Design hatten wir schon mal, haben wir neu aufgelegt. Das ist aber ein zeitgenössisches Design. Okay. Was es aber auch noch dazu bringt, dass du ein H-Kennzeichen kriegst, ist, die Größe gab es damals schon. Also die 17 Zoll in der Einpresstiefe gab es damals. Und ja, jetzt hat er schon geleakt, sind 17 Zoll. Und ich muss noch mal einmal kurz sagen,
ich musste mich da auch erst so ein bisschen reinfuchsen, auch wenn es sich so anhört, als hätte ich Ahnung, wisst ihr, habe ich nicht. Aber der Golf ist Baujahr 85. Wir dürfen mit H-Zulassung alles, was vor 10 Jahre vor 85 passiert ist und alles, was 10 Jahre nach, alles in diesem Spektrum, was es da an Tuning-Möglichkeiten gegeben hat, darfst du auch dann halt verbauen. Korrekt. Ne? Zeitgenössisches Tuning, sagt man dazu. Und warum jetzt die Größe 17 Zoll und 7,5? 7. 7. Weil ich habe das ganze Internet durchforstet, jedes einzelne Golf 1 Video, mir Bilder angeguckt, Pinterest voll mit Videos, mit Bilder, genau. Und da habe ich bei Sydney, hier Sydney Industries, habe ich gesehen, dass er auf seinen 1er eine 7,5x17 gefahren hat. Und das sah so schön aus, dass ich dachte, aber der hat einen anderen Felgenhersteller gehabt, aber die Maße halt, das hat so gut gepasst. Ja. Ich würde sagen, du holst mal einen Karton raus und ich hole eine Schere. Okay. Na, damit wir diese Felgen einfach mal. Ich habe die in der Farbe nur auf Selos Auto gesehen. Welche Größe war das bei ihm auf dem Auto? Auch 17 Zoll. Auch 17 Zoll. Das ist so. Hier der Buchhaltung ihre Schere. Warte, lass ihn doch die anderen erstmal rausholen. Dann wird es auch höher, dann brauchst du nicht so weit bücken. Genau. Wir sind ja nicht die Jüngsten, ne? Ja, das stimmt. Jetzt habe ich der Buchhaltung die Schere wieder geklaut. Dann muss ich ihr gleich wieder hinlegen, weil sonst kriege ich immer Schimpfe. Weil die dann bei mir auf dem Schreibtisch immer landen. So. Du darfst. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Oh, Digga. Ach so, ich wollte gerade sagen, aber das ist das ist nicht Standard, ne? Doch. Also bei euch ist das Standard, aber bei Felgen normalerweise kenne ich das nicht. Dass die wir machen da extra nochmal eine Folie drum, damit halt eventuell keine Kratzer in die polierten Flächen kommen. Einfach Transportschutz. Krass, also finde ich gut. Ich lasse das tatsächlich jetzt auch für den Transportschutz, weil wir müssen damit ja noch zu Polybauer und Reifen aussuchen, welche wir darauf fahren wollen, aber die sieht einfach so geil aus. Der Grund, warum das Auto hier in der Hohlkehle steht, wir haben gerade noch mal ein paar Fotos gemacht. Ich wurde schon oft darauf angesprochen, ob wir nicht mal wieder ein Gewinnspiel machen können. Unter jedem, der kommentiert, wir machen 3 Gutscheine, A10 Bilder, dann kannst du hierher kommen und kannst auch geile Fotos von deinem Auto machen lassen. Von mir, mit mir. Also ich komme da nicht mit auf die Fotos drauf, aber ich werde die Fotos machen. Ja, schreibt einfach mal irgendwas Nettes. Aber lass das doch nicht so klein. Also das Shooting hat ja einen Wert von 200 Euro. Und das muss den Leuten ja bewusst sein, was sie da auch an Summe gewinnen können, an Geld. Ja, also es sind dann insgesamt 600 Euro, halt, die ich in dem Video verlose. Ne? Alter, diese Felge ist so... Sieht so. Jetzt nehmen Sie doch mal raus. So gut aus. Geil. Das wird so gut kommen. Mega. Finde ich wirklich gut. Richtig gut. Nicht so schlecht, ne? Nicht so schlecht. Geil! Und ich weiß nicht, wann dieses Video wieder online geht. Der Bus läuft. Warum, wieso, weshalb der Schrott war, erzähle ich dann in dem Busvideo oder habe ich schon erzählt. Das heißt, ich habe auch wieder ein vernünftiges Transportfahrzeug, womit ich die dann einmal zu Polybauer bringen kann, damit wir da Reifen aufziehen. In welchen Größen habt ihr die Felgen? 17 Zoll in 7x17 und 8x17, also 4-Loch-Fahrzeuge, 5-Loch-Fahrzeuge. Mhm. Dann haben wir in 18 Zoll und 19 Zoll. Mhm. Dann in verschiedenen Farben, Silber, dann in Gold und in Schwarz. Ich finde schwarze Felgen tatsächlich cool. Auf Fotos wirken die immer gar nicht. Aber ich mag das, weil es halt sehr einfach zu reinigen ist. Und du siehst meiner Meinung nach auch nicht. Ich bin schon mal weiße Felgen gefahren. Das sah richtig geil aus. Weißes Auto, weiße Felgen, sah richtig gut aus. Aber ja, du bist noch nicht mal wieder zu Hause gewesen von der Straße und du hast schwarze Felgen gehabt. Egal welche Belege. Ich habe so viel Geld in Belege investiert. Es hat nichts gebracht. Habe ich auf dem auch gehabt. 5 Wochen, weiße Räder. Ja. 30 Kilometer fahren sind zu schwach. Und H-Zulassung ist dann auch mittlerweile ist ja auch Golf 3 schon H-Zulassungsfähig, ne? Ja.
Wie gesagt, das ist das gleiche Thema wie bei deinem jetzt. Es ist halt das Design. Das ist ein Klassiker oder ein Classic-Design, sag ich mal, aus der damaligen Zeit, neu aufgelegt. Was heißt damalige Zeit? Wann kam das Rad das erste Mal raus? Weißt du das? Genau sagen kann ich es gar nicht. Das war vor meiner Zeit. Vor deiner Zeit? Ja. Dürfte aber 20 Jahre plus sein tatsächlich, so in dem Dreh. Wo wir das Rad schon mal gehabt haben, in ähnlicher Optik. Und Kreuzspeicher ist halt ein Klassiker. Ja. So, deswegen neu aufgelegt für die ganzen Fahrzeuge wie Golf 1, Golf 2, Golf 3. Aber auch für aktuelle Fahrzeuge, ne? Ich bin halt, das ist halt mein Problem. Dominik schickt mir immer 1000 Bilder mit, guck dir mal die Felge an, guck dir mal die Felge an. Und ich bin so spezifisch, also so speziell, was dieses Thema Felgen angeht, weil das für mich halt einfach, ja, das sind die Schuhe vom Auto, ne? Und das muss einfach passen. Und als ich die gesehen habe auf Sedosheim, das brutal. Der hat halt gepasst, ne? Habe ich passt wirklich, zum Auto. Habe ich wirklich, wirklich sehr. Und ihr habt ja dann auch noch den Einser da stehen gehabt. Genau, ne? Mit den goldenen Rädern. Genau, habe ich mir gleich Fotos gemacht. Da ich aber, ich will ja den Wagen Hartzulassung lassen. Mhm. Zumindest ist das Stand jetzt. Und das heißt, farbtechnisch am coolsten wäre es natürlich, wenn man jetzt auf Wert und Haarzulassung nichts gibt, dann müsste das Auto eigentlich in Kreidegrau. Ja. Ne? Und das würde dann aber wieder mit dem orangenen Sattel, den ich dann auch fahren wollen würde, nicht mit der goldenen Felge das stimmt. Passen. Ja. Und ich habe schon mal vorsichtshalber, ihr kennt mich, der Bus war low budget und so, habe ich da schon mal in die Zukunft gedacht quasi. Und das silberne Rad passt halt auch, also würde halt auch auf dem Kreidegrau tatsächlich passen. Ja. So, Pullibauer hat mir da jetzt auf schnell nochmal Reifen draufgezogen. Guck dir bitte an, wie geil das aussieht. Also steht jetzt natürlich nebendran, ne? Da sind jetzt drauf 195, 40, 17. Die werden wir jetzt einmal montieren und dann mal gucken, wie das Endergebnis aussieht. So, Felge drauf. Hinten sind jetzt noch diese alten Radschrauben drauf, weil ich ja eine Spurplatte fahren muss hinten. Und die mitgelieferten sind logischerweise dann zu klein. Und vorne geht es. Aber fitmenttechnisch, ich zeige euch das mal, fitmenttechnisch schwierig. Könnte noch ein bisschen, ne? Aber gleichzeitig, ich könnte vielleicht auch ein bisschen tiefer, was dem Hobel ja auch ganz gut tun würde, wenn er ein bisschen in den Keller geht. Ja. Weiß ich noch nicht. Ob tiefer oder weiter raus. Also diese beiden Optionen gibt's nur. Aber kann sich sehen lassen, ne? Natürlich erreicht haben, ist mit 34 Euro und da ist noch eine Dose, eine komplette Dose ist sogar noch da von dem Lack und in der angefangenen ist sogar noch ein bisschen was drin und wir haben es geschafft, wie gesagt, die Felgen zählen jetzt natürlich nicht mit in die Rechnung rein, aber auch mit den alten Felgen habt ihr ja gesehen, wie geil das aussah und was so ein bisschen Farbe tatsächlich ausmacht. Nächster Schritt wird sein, aber erst nach den anderen Videos wird sein, ich will die Stoßstange auf jeden Fall noch schwarz machen, vorne, hinten und die Spiegel auch noch. Schaffe ich jetzt aber leider zeitlich halt nicht. Deswegen, davon werde ich wahrscheinlich auch kein Video machen. Könnt ihr unten mal in die Kommentare schreiben, wie wir das machen wollen, ob ihr dabei sein wollt oder nicht. Ich find's mega geil, das Auto steht. Ich muss mal hier über den Müll rübergehen. Oh. Ja, sieht schon brutal aus. Ich freue mich. Das Problem ist nämlich, was ich jetzt habe, dass ich so ein bisschen zeitlich unter Druck bin, weil wir haben jetzt heute Montag.
schon ist nach 18 Uhr und morgen früh um 10 Uhr muss ich schon beim Aufbereiter sein, weil der Wagen dann, da kommt ein richtig geiles Video. Der Typ ist wirklich, da können wir alle was von lernen. Freue ich mich tatsächlich, dass er, also das ist sein Beruf, dass er das macht, ist klar, aber dass er auch sich traut, vor die Kamera zu gehen, freue ich mich mega drauf. Könnt ihr euch auch auf jeden Fall drauf freuen. Die Videos, also das Video oder die Videos, je nachdem, wie viel Inhalt wir dazu erzählen haben, wird geil, weil ich zeige euch mal was. Guckt ihr bitte nur alleine diese Flecken an, die hier auf den 40 Jahre alten Sitzen sind. Und er meinte, dass er das alles wieder weiß kriegt, ne? Und dass er da Sachen nimmt, die gar nicht dafür gedacht sind. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, euch das zu zeigen. Ja, wie gesagt, eine Sache ist die Narbendeckel. Nicht die Narbendeckel, die Radschrauben. Da musste ich mich drum kümmern, dass ich da größere drauf kriege. Das heißt aber auch in dem nächsten Video, was ja dann morgen gleich direkt startet, zumindest drehtechnisch startet, sehen tut ihr das natürlich erst später, da werden jetzt diese Nupsis auch mit drauf sein. Ja, und die gleiche Höhe wird er haben. Das schaffe ich jetzt leider zeitlich nicht, die Karre jetzt nochmal runterzuschrauben. Und ich würde auch, glaube ich, bevor ich die runterschraube, optisch würde es mir natürlich besser gefallen, wenn er noch weiter in den Keller kommt, aber das muss ja auch noch, warte mal, ich komme mal wieder ans Licht hier. So, das muss ich auch noch fahren, ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe jetzt gerade das Auto schon mal gedreht, konnte ich nicht so sagen, weil die andere Seite ja noch mit den anderen Reifen drauf war. Ja, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht zu abonnieren. Ciao. Aber eben, dass, wie du dich nochmal gefreut hast, hingehen zum, das hast du unbewusst gemacht, aber hingehen zum Auto, ins Büro, sagst du dann gerade, geil, ist wirklich schön. Cut. Rode. Pizza ist da. Ja. Sehr schön. Ja, der Kollege kommt ans Fenster. Ich komme ans Fenster. Pizza ist da. Ciao. Geil, ey. Die sehen mega aus. Ciao. Achso, nee. Muss ja noch. Versuch mal es wert, ne?